Die Bastarde sind irre, mit denen kann man nicht verhandeln. Die interessieren sich für sowas jetzt nicht mehr. Kopf runter. Na, wie lange bist du schon im Camp? Im Camp? Scheiße. Ihr Scheißer seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Was zur Hölle machen die hier oben? Hör mir zu, wir sind aus Lost Lake. Wir haben einen Vertrag. Hallo, der zieht mit einer Shotgun auf dich. Ihr Herrscher nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrochen seid. Mit dem wird nicht verhandelt. Da oben ist einer, auf den wir ganz besonders aufpassen müssen. Sehr gut, einen habe ich noch. So, ich glaube, ab jetzt wird es leichter. Ach, da ist sie. Ich habe gerade schon gefragt, wo sie hängt. Ganz schön weit oben im Norden, ha? Huh? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Kann sein, dass es das jetzt war. Nein. Wiki ist da. Irgendwo hat hier doch gerade jemand einen Molly geschmissen. Müssen wir eben hier reingucken. Okay, nichts, was ich brauchen könnte. Gehen wir mal eben hier durch. Dich auch einfach hier verbluten lassen. Dann wären die Freaks hier ganz schön happy, ha? Das ist doch, was ihr wollt. Yeah. Oh fuck. Das ist ja auch einer. Und da oben. Oh Gott. Ricky, ich könnte vielleicht mal deine Hilfe gebrauchen. Ihr könnt einfach alle zur Hölle fahren. Das ist der richtige Platz für euch. Der steht auf dem, auf der Karre. Können wir da hinkommen? Ja, wir können ihn genau anzünden. Hoffentlich reicht das auch noch. Lebt er? Er steht einfach in den Flammen. Den Bastard nicht down, das gibt's doch nicht. Bolzen. Der da hinten nervt mich noch. Ich hab dich jetzt. Endlich. So, und den. Ein Verirrter! Verirrt! Krieg ich jetzt so. Das müsste der letzte gewesen sein. Jesus, ey. Solche Hüllen habe ich noch nie gesehen. Was haben die denn eingeworfen? Keine Ahnung. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Das war der letzte Schrei, bevor alles den Bach runterging. Ja, okay. Komm schon, mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Sind sie, Gott sei Dank. Sonst hätten wir das jetzt ein weiteres Mal verloren.
Glaubst du wirklich, Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Busas Arm gemacht haben und nach der Sache Dick. Mit Lisa. Was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen, du und Busa, mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Na, ich... Keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Was war das gerade, sein Tattoo oder so? Ja, das war irgendwie das Zeichen. Gut, wir folgen den Leitungen nach Süden. Wegen der Stromwandler. Wir sollten mal nachsehen. Okay, ich folge dir. Oh, da wurden gerade ziemlich viele Stories aktualisiert. Sehr viele sogar. Hey, kann ich dich mal was fragen? Darf ich Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Ich auch nicht. Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie SU-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, direkt in den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer. Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Dann brachte ich Tenner an Land. Ein Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, farewell? Du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay. Als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bikeshop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte, der diesen Club leitete. Press, so haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen. Jack? Busa hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß er nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Club. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. Vielleicht treffen wir diesen Jack ja eines Tages. Vielleicht lebt er noch. Obwohl es nicht so klingt. Aber das denken wir bei Sarah ja auch. Und das ist auch noch nicht ganz geklärt. Einer muss das ja sein. Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay, aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind? Scheiße, na gut. Dann los. Ich bin gespannt. Ey, darf ich dich was fragen? Oh, schon wieder. Wie ich schon sagte, kann nichts verhindern. Warum trägst du immer noch die Farben? Was meinst du denn damit? Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Musa. Ihr wollt ja keine Mitglieder werben oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Busa, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber die Zeit beim MC ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht bereue. Irgendwie süß. Ricky,
was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Zum Teufel. Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Hinter diesem Geheimnis mit den Freakern steckt noch einiges, da bin ich mir sicher. Die verhalten sich komisch. Sehr komisch. Okay. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Oh, du willst echt reden? Okay, dann mal los. Halt, lass mich raten. Du hast Nero gesehen. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen. Überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja? Klang irgendwie anders. Sehr interessant das Ganze. Einfach sehr, sehr interessant. Generell frage ich mich sowieso, warum die Horden sich nicht zusammenschließen gegen die Camps. Also zwei Horden alleine würden reichen, um alles zu überrennen eigentlich, hier in Lost Lake zum Beispiel. Dagegen könnten sich die Menschen niemals verteidigen. Aber doch tun sie es nicht. Und da ist eben die Frage, wieso? Was genau steckt dahinter? Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deke. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein, was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde, mehr nicht. Okay, tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Oh oh, Ärger im Paradies. Sechstausend Erfahrungspunkte. Nice. Iron Mike Camp 400 Vertrauenspunkte nur, sehr wenig. Verdienter Lebensunterhalt 63, jemand, den ich mal kannte, 50, alles, was wir haben, 58. Gut. Sehr, sehr gut. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Tust du das? Zu spät für Sumpfdienst. Tja, das ist echt Pech. Was, Gizzo? Skizzo. Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Was sind denn jetzt die nächsten Quests? Deacon spürt ein Nero-Feldforschungsteam auf. Okay, und dann haben wir hier noch das Plünderer-Camp. Hey. Was geht, Blair? Wir nehmen mal wieder die MWS. Gute Wahl. Ja, hier bleiben wir bei der Drifter-Armbrust. Hey, mach's gut. So, dann würde ich mal sagen...
fahren wir erstmal zum Plünderercamp, tanken auf. Und dann nehmen wir uns der Hauptmission hier an. Mache das Camp ausfindig. Alles klar, Chef. Ricky schraubt auch echt nonstop an ihrem Bike rum. Dass das Eddie nicht aufregt, wundert mich ein bisschen. Ja, und dass diese Bank offenbar aus Titan ist, stört mich auch. So, von diesem verschlungenen Pfad hier folgen. Dieser eine Typ, der hier einfach immer steht. Hey Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey Deke, was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bring es ihm zurück. Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überleg mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja. Danke, Ricky. Dicken Ende. Scheiße. Da ist ja die Horde. Ich würde sagen, wir fahren am besten hier einmal so ein bisschen rum. Usa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja. Okay, Ricky. Ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drifters und Tieren. Kriegst du das hin? Oh, ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Dicken Ende. Usa! Nein, wir haben das mit Boozer unterbrochen. So eine Scheiße. Das ist das, was ich manchmal nicht mag hier. Das ist eine Horde. Warum erledigt die Horde nicht alles für mich? Könnten sie doch. Da kommt die Horde. Sie werden einfach alles plattwalzen. Ich muss überhaupt nichts machen hier. Weil das so geil zusammenfällt mit der Horde. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, da ist der zweite tot. Der dritte. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Danke, liebe Horde. Und ich krieg die Erfahrungspunkte. Oh, ist das gut, ey. Oh, das fiel jetzt echt perfekt zusammen. 700 Vertrauenspunkte. Okay, ich muss mich bei Ricky melden. Deacon? Wie lief's? Ist erledigt. Die werden nicht mehr in der Gegend rumballern. Oh, Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike in Hand und Brain dein bester Kumpel. Bis dann, Nick. Jetzt will ich wieder mit Boozer reden. Boozer, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Ja. Schon rausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung, warum. Hey, ich muss langsam los. Skizzo war hier. Mich zum Latrinendienst verdonnert. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Ich werd's gerne ausrichten. Bis dann. Heilige Scheiße, ey. Wo bin ich denn hier geraten, ey?
Wir haben jetzt Ada Tucker in Deacon St. John. Kommen. Deek, hörst du mich? Hey, Tuck. Gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deacon Ende. Hot Springs Camp Mission. Hier sind so viele Horden, das ist ja krank. Ich will auch eigentlich nur an den Tank. Der liegt da vorne. Jesus Christ, ey. Wie gesagt, ich fühle mich noch nicht in der Lage, die einfach so zu konfrontieren. Dick, hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey Mike, ja, ich hab sie gefunden und die werden nicht wiederkommen. Wird's irgendwie schlimmer? Die Herumtreiber und Drifter, die hier durchkommen, anwesende Drifter ausgenommen. Schon okay. Und ja, Mike, es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Mike, ich glaube, es ist wie mit den Touristen aus Kalifornien, von denen du erzählt hast. Tja, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich auch lieber hier als da unten. Ja, stimmt wohl. Bis bald, Dick. Iron Mike Ende. Es klingt ja fast so, als wäre diese Drifter-Epidemie woanders schlimmer als hier. Kann das sein? Ich habe mich sowieso gefragt, ob das im Rest der Welt auch so ist. Also gibt es die Freaker überall oder ist das jetzt ein amerikanisches Problem oder wie kann ich mir das vorstellen? Deacon, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay, ich komme rum. St. John in. Ja, das wird wohl wahrscheinlich... Oder vielleicht ist das... Fuck. Fuck. Fällt auf einmal wie so ein schlaffer Sack runter, ey. Wie so eine Ragdoll. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das die Quest mit dem Stromkasten ist. Oh, scheiße. Okay, das war knapp. Das war sogar verdammt knapp. Da war auch wieder eine Horde. Meine Güte, ey. Hier treffen wir auf einmal ständig welche. Nero Feldforschungsteam. Vielleicht hilft uns das, wieder mehr über die Freaker-Infektion zu erfahren. Brian, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek. Nichts zu sehen. Einen Moment. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir. Du weißt, wie es läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche, meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. St. John, Ende. Ein freier Mitarbeiter wird gleich bei Ihnen sein. Oh Mann, O'Brien, ey. Ja, Arschloch, was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst. Es ist nichts, ich sagte ja, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir mehr erfahren. Sie hat mich fast erwischt. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Whittaker, es arbeitet schon jemand daran. Das dauert einfach. Du musst einfach Geduld haben. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Die Forscher gehören nicht zu meiner Einheit. Ich kann sie also nicht verfolgen. Deswegen müsstest du... Den Sender am Helian bringen. Ja, ich hab's verstanden. Oh, und du willst, dass ich den Kerl im weißen Raumanzug im Auge behalte, ja? Sonst noch was? Ja, lass dir nicht den Arsch wegballern. Nein, Funk war nicht abgestellt. Ich wollte nicht hinterher schnüffeln. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wobei, Ende. Ist mir egal, wie du das siehst. Aber ich riskiere hier draußen meinen Arsch. Alles gut. Da sind sie.
So, jetzt müssen wir an den Forscher ran. Dürfte gar nicht so einfach sein. Keine Ahnung. Wir sind fertig, wenn der da ist. Weißt du, wie spät es ist? Das ist wichtig. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich will keine Punkte dafür. Ist okay. Ihr müsst es leider mal sehen. Das bedeutet, dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Hoffentlich hast du alles, O'Brien. Okay, jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Das ist sehr interessant und die beschäftigen sich damit, weil da offenbar O'Brien, mehr hinterher steckt, Deacon. O'Brien? Warte kurz. Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich habe deine Daten. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Was zur Hölle steckt dahinter? Was ist das mit den Freakern? Warum können die sich teilweise erinnern? An ihr früheres Leben. Und was bedeutet das? Wohin wird das führen? Stufe 2 Infektion, was passiert bei Stufe 3? Ich bin sehr gespannt. Und heißt das, dass ein Freaker theoretisch wieder ein Mensch werden kann? Wobei, das wäre unwahrscheinlich. Phasen der Klarheit. 4000 Erfahrungspunkte. Ich erinnere mich, 56%. Und die Suche nach Nero, 62%. So, jetzt haben wir verschiedene Missionen. Entweder machen wir hier was zum Iron Mike Camp oder wir machen was bei Ada Tucker oder wir machen was hier am O'Leary Mountain. Kehre zum O'Leary Mountain zurück und das wird der letzte Abschnitt der Quest erst mein Bruder sein. Und ich denke, das werden wir jetzt auch machen.
Schnellreise hoch da. Wir müssen dem armen Buser mal wieder ein Lächeln auf den Lippen zaubern. Nachdem er ja sogar seinen Arm verloren hat. Ein Bike, hier ist jemand. Hier stimmt was. Das sind Menschen. Hallo? Was macht ihr hier, Wichser? Du hast gerade mein Bike umgeschubst. Diese Wichser wollten hier rein, das gibt's doch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das zur Quest gehört oder ob das hin und wieder halt mal passiert. Steige auf Busers Bike. Ich soll das Bike jetzt eher ernsthaft und wie soll ich dann, also, ne, wie soll ich denn dann, ja. Wie soll ich mein Bike denn dann zurückbekommen? Da muss ich mir ein fremdes Bike kapern und das irgendwie, ja. Gutes Timing. Wird schon irgendwie funktionieren, aber ich wüsste jetzt spontan nicht wie, ohne dass ich dahin latschen muss. Das war's. Ich finde es auch interessant, dass hier gar keiner mehr Auto fährt. Niemand. Kein einziges Auto gesehen hier. Was bringt es denn überhaupt, ihm sein Bike zu geben? Er kann doch eh nicht fahren. Was soll das bringen? Das deprimiert ihn doch nur mehr. Das ist, als würde ich einem Rollstuhlfahrer all die tollen Sportarten zeigen vor seinem Auge, die er nicht ausführen kann, weil er querschnittsgelähmt ist. Wow. Naja, mal sehen. Vielleicht verkenne ich das ja auch. Und er freut sich doch mehr darüber. Hey, ich hab was für dich. Was zur Hölle? Du hast wirklich mein Bike geholt? Ich wollte nicht, dass Corpus kriegt und ausschlachtet. Oh Mann, Dick. Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht. Ich meine, du alter Sack brauchst die ja wohl nicht. Scheiße. Danke, Bruder. Das vermisse ich echt. Durch die Gegend cruisen. Verdammt. Eddie wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Warte, was? Gern geschehen. Ricky Ende. Wow. Wieder auf die Straße 2000. 500 Erfahrungspunkte oder Vertrauenspunkte bei Iron Mike. Er ist mein Bruder 100% und damit haben wir etwas freigeschaltet, nämlich das individuelle Design. Yay. Sollten wir vielleicht mal nehmen. Wow, und dass sie unser Cam, dass sie uns das Dings besorgen hier. Finde ich schon sehr geil. Das Bike. Das ist jetzt das Zuhause hier von uns. Würde ich mal fast denken, ne? Jones, du wirst nie erfahren, wie sehr Busa dich vermisst. Joni. Das ist Busas Freundin. Müssen wir uns auch mal angucken. Oder Busas Ehemalige. Cool, cool. Okay. Jetzt können wir noch einen Erfahrungspunkt vergeben. Ja, wir verbessern jetzt einfach mal unsere Armbrustbolzen. Ich bin außer Kontrolle, Trophäe erhalten. Das ist 15 Fähigkeitspunkte verteilen. Okay. Unsere Armbrustbolzen sind jetzt erheblich stärker, das ist gut. Und jetzt haben wir die nächste Fertigkeitsstufe freigeschaltet. Erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Schön.
reduziert die Nachladezeit für Fernkampfwaffen schön. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernkampfwaffe nachlädst. Cool. Auch gut. Oh, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Ernsthaft? Dann erhöhen wir die Präzision. Kugelstreuung ist auch reduziert. Wow. Sehr gut. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Aufnahmesession von Days Gone. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir haben einiges erfahren zu Ricky und so fort und so weiter. Also eigentlich zu Ricky, zu Schizo ein bisschen was, zu Eddie und zu Boozer haben wir auch gerade ein bisschen was erfahren und über die Freaks. Also ist schon sehr interessant. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Days Gone. I want you for an adventure.